Ja, ich begrüße Sie recht herzlich hier zu unserem Talk zu Educational Escape Games, Lernen durch Rätseln und Spiel. Mein Name ist Hans-Peter Ludescher von der Fachhochschule Münster. Ich arbeite hier im Wandelwerk, das Zentrum für Qualitätsentwicklung in der Hochschuldidaktik. Ich bin auch im HDEd-DHNRW-Projekt tätig, im TIDA-Team, wo ich auch schon ein paar Namen im Chat gesehen habe und da einmal freundlich in den Chat winke. Und genau, heute möchten wir uns hier zu den Educational Escape Games mit Ihnen oder Ihnen vorstellen, was wir zu diesem Thema ja, bereits erarbeitet haben. Und ja, dieses Thema Gaming, Game-Based Learning, begleitet mich eigentlich schon seit der Kindheit, seit der Jugend. Und das war eben für mich eine tolle Gelegenheit, hier in unserem E-Teaching Fellowship jetzt mit einer Gruppe Lehrenden hier an der Fachhochschule eben in dieses Thema einzusteigen und sich zu diesem Thema mit den Lernenden auseinanderzusetzen. Und dann gebe ich einmal weiter an den Jonas. Ja, hallo allerseits, auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir heute hier so viele sind und einige bekannte Gesichter darunter sind. Ich bin genau wie Hans-Peter im Wandelwerk und bin ursprünglich Berufs- und Wirtschaftspädagoge. Und mein Zugang zu diesem Thema Gamification, Game-Based Learning war Serious Games. Da wollten wir mal ein größeres Serious Game für MINT-Karriereorientierung machen, als ich damals noch in Köln war. Genau, und ich habe mich total gefreut, dass wir das hier wieder aufgreifen können, dass wir einen spannenden Zugang hatten über eine Kooperation mit jemandem hier aus der Hochschule, dem Unlock-Projekt. Und dann sieht man rechts schon, unser Zugang ist, wir bauen nicht selbst Escape Games, sondern höchstens mal für Programmzwecke, und das hier ist so ein kleiner Do-it-yourself-Escape-Game, und das sind die Leute, die bei uns im E-Teaching Fellowship in einem Programm mit dabei sind und dort für ihre Lehre Escape-Games entwickeln. Und das ist so unser Erfahrungshintergrund, vor dem wir auch den kleinen Talk heute machen wollen. Was Talk dann genau bedeutet, heißt, wir würden gerne erstmal einmal kurz eine Frage gleich in die Runde werfen. Und dann von da aus gucken, was sind eigentlich Educational Escape Games? Dann nehmen wir jetzt einfach mal an, also wir sehen schon, ihr seid in ganz unterschiedlichen und vielen Rollen da, aber wir gucken jetzt mal auf die Rolle, ich bin eine Person, die Lehre macht und ich habe Lust, selbst ein Educational Escape Game zu entwickeln. Das kann groß oder klein sein, das schauen wir dann mal, aber eben diese Entwicklerrolle würden wir alle, die hier sind, gerne ansprechen. Da würden wir dann in die Entwicklerrolle gerne auch die Zutaten, damit es ein schönes Rezept wird und ein gutes Ergebnis rauskommt, für Educational Escape Games, also EEGs, hinzupacken. Genau, und wir haben so ein bisschen auch immer mit drin Herausforderungen und Lösungsansätze. Und damit würde ich den Ball zu Hans-Peter und machen wir noch die kleine Umfrage, Hans-Peter. Gucken wir da noch eben rein. Achso, ich hätte jetzt aktiviert und wäre jetzt schon weitergegangen. Und dann können wir genau, parallel, weil ich sehe es auch gerade im Bildschirm nicht. Also ich schalte mal einfach parallel zwei Abstimmungen frei, damit wir so ein bisschen einen Blick haben, wer alles hier so da ist und was ihr so an Erfahrung mitbringt oder was Sie so an Erfahrung mitbringen. Genau, das kann gerne parallel laufen, während Hans-Peter schon mal ein bisschen was sagt. Genau, einmal zur Rahmung des Themas, zum Einstieg. Also ganz häufig sind eben diese Educational Escape Games an die klassischen Escape Rooms, an die kommerziellen Escape Room Angebote angelehnt. Das ist häufig der Ausgangspunkt für die Entwicklung oder der erste Kontakt eben mit dieser Art von Lehrmethode. Und für alle, die es eben noch nicht kennen, wie läuft sowas ab in so einem Escape Room? Also wie hier im Bild zu sehen ist, geht es eben darum, dass eine Gruppe sich in einem Raum befindet und hier Rätsel lösen muss, Aufgaben bewältigen muss, um aus diesem Raum auszubrechen. Diese kommerziellen Escape Games, die stehen eben hauptsächlich in so einem Entertainment-Fokus. Also die Gruppe wird dann auch rechtzeitig mit Hinweisen versorgt, dass eben ja keine Frustrationen aufkommen und die alle aus diesem Raum natürlich wieder rauskommen. Der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Das sind eigentlich auch so zentrale Komponenten für diese Escape Games und Escape Rooms. Es gibt so eine kurze Einleitung, also ein Briefing. Da werden halt die Regeln und die Verhaltensweisen im Raum vorher besprochen und mitgeteilt. Da betritt die Gruppe den Raum. Es gibt dann meistens noch Elemente für die Immersion. Hier sieht man es ja auch schon, der Raum bietet hier auch schon so eine gewisse Immersion. Das ist, glaube ich, so eine Hütte bei den amerikanischen Entdeckern. Also könnte es eine Trapper-Hütte sein.
Und dann gibt es meistens noch irgendwie ein Audio- oder ein Videoinhalt, um die Gruppe einzustimmen. Und dann wird eben die Türe verschlossen und die Zeit läuft. Die Gruppe muss dann eben gemeinsam erstmal die Hinweise suchen. Hier sind das zum Beispiel ein Rätsel mit diesen Ketten. Und dann alle Rätsel erfolgreich lösen, um dann aus dem Raum auszubrechen. Und nach dem erfolgreichen Ausbruch gibt es dann meistens noch ein Debriefing, um eben die Rätsel, die Erfahrung zu besprechen. Und gerade es gibt halt diese Unterscheidung zwischen Escape Room und die Escape Games. Die Escape Games sind eigentlich der Überbegriff. Diese Rooms sind eben eine Variante davon. Das kommt so ein bisschen aus dieser Videospielserie zu den Escape the Room Videogames. Und die Sache ist halt die Herausforderung, die diese Gruppe quasi bespielt oder bewältigen muss, die ist nicht auf den Raum beschränkt. Also es kann auch sein, dass ein Objekt irgendwo anders platziert werden muss oder dass etwas verhindert werden muss, bevor die Zeit abläuft. Das werden wir gleich nochmal sehen in diesem Education-Kontext. Da gibt es eben noch ein paar Variationsmöglichkeiten. Ganz kurz so zur Entwicklung, zum historischen Hintergrund. Man hat relativ gut gesichert einen Escape Room 2007 in Kyoto, Japan, gefunden. Es gibt schon verschiedenste Anbieter. Es zeigt sich, dass es eben so parallele Entwicklungen sind, die ja irgendwie parallel stattgefunden haben. Und so ab 2012 gab es wirklich eine weltweite Expansion dieser Escape Room-Angebote mit jetzt wahrscheinlich so an die 70.000 bis 80.000 kommerzielle Anbieter weltweit, wobei halt die genaue Datenlage da schwierig zu beurteilen ist. Aber das Konzept kommt eben in diesem kommerziellen Bereich sehr gut an. Und die frühen Einflüsse sind zum einen auf dieses Live-Action-Roleplaying zurückzuführen, aber auch eben diese Videospiele, aber auch diese anderen Sachen wie zum Beispiel Schnitzeljagd, Geocaching oder interaktive Theaterperformances. Ich gehe mal weiter zu den anderen Varianten, beziehungsweise hier noch genau einen Blick. Also so sieht eine Lerngruppe vor dem Betritt des Escape Rooms aus und das ist dann die Gruppe danach. Und gerade bei diesen beiden Bildern sieht man irgendwie ganz schön, da passiert halt auch viel in der Gruppe. Das ist von der Gruppendynamik, vom Zusammenwachsen der Gruppen auch ein sehr spannender Prozess, das zu beobachten. Sonst andere Varianten. Es gibt eben auch digitale virtuelle Angebote. In diesem Fall ist es hier so eine Kombination aus real, also eine Person, die sich mit einer Kamera auf dem Kopf in einem Raum bewegt und einer Teilnehmergruppe, die per Zoom zugeschaltet ist und dann eben die Anweisung geben muss oder dieser Person auf bestimmte Sachen hinweisen muss. Also schau mal bitte hinter das Bild, das da an der Wand ist. Das ist halt eine Variante, um dieses virtuell und real zu kombinieren. Darüber hinaus hat diese rein virtuellen Escape Rooms hier jetzt ein Escape Room Game. In diesem Fall heißt das auch The Room. Was ich hier noch ergänzen möchte, sind diese prozeduralen Rätsel. Hier das sind jetzt auch schon Beispiele für Rätsel, die zum Beispiel digital in so einem Escape Room auch eingebaut werden können. Bei diesem Spiel geht es darum, dass es eine Person gibt, die diese Bombe entschärfen kann und hier quasi Sachen bearbeiten kann auf diese Bombe. Und alle anderen in der Gruppe müssen jetzt quasi Instruktionen dieser Person mitteilen. Also zum Beispiel tippe hier gelb, blau, grün und rot. Und diese Informationen für diese einzelnen Schaltflächen hier auf dieser Bombe sind halt verteilt bei den Personen. Und das führt dann zu einer kommunikativen Herausforderung, dass jeder die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt liefert und auch schnell genug. Weil hier läuft eben dann auch eine Zeit. Das kann auch so ein Teil von einem Educational Escape Room sein, diesen Kommunikationsprozessen zu arbeiten. Und vielleicht gab es ja an Weihnachten oder Ostern eins von diesen Paketen im Osternetz oder unterm Weihnachtsbaum, diese Escape Exit Game Serie, die auch sehr beliebt geworden ist, wo man halt in einer Box die Herausforderung verpackt hat und auch mit einer relativ standardisierten Vorgehensweise dann diese Rätsel löst und in der Gruppe zusammenarbeitet. Also hier nochmal der Hinweis, diese Escape Game, das Szenario muss nicht auf einen Raum beschränkt sein, sondern hier gibt es eben schon viele Varianten. Jetzt kurz zu der Frage, was eigentlich genau dieses Educational ausmacht bei den Escape Games. Es gibt hier eine Definition zu den Educational Escape Rooms. Und ich habe jetzt mal in Rot die Teile markiert, die ich eigentlich
bezeichnend finde für diesen Educational-Aspekt. Ich gebe Ihnen mal kurz einen Moment, um die Definition zu lesen. Also wir haben halt zum einen hier eben diese klassischen Elemente, das ist eben kollaborative mit einem Spiel, Entertainment-Bezug, Aktivitäten sind, die eine Gruppe lösen muss, die ein spezifisches Ziel verfolgen gemeinsam, also Rätsel lösen, um in einem beschränkten Zeitraum ein Ziel zu erreichen, also aus dem Raum ausbrechen oder etwas, ein verstecktes Objekt finden. Bei diesem Educational-Teil ist aber wirklich dieses Verständnis, dass es halt auch eine Methode der Instruktion ist, also eine Lehrmethode, die man planen kann, vorbereiten kann, um eben Fachwissen mit einzubringen, Fähigkeiten zu thematisieren oder eben auf Verhaltensänderung abzuzielen. Es gibt von der Universität Utrecht eine sehr schöne Zusammenfassung, ein Review zu Educational Escape Games, wo die sich über 40 dieser Educational Escape Games angesehen haben und die Gemeinsamkeiten hervorgehoben haben, herausgearbeitet haben. Also gerade bei der Zielsetzung für diesen Educational Escape Rooms ist es halt eine spezifische Zielgruppe und diese Lernziele, die damit verfolgt werden sollen. Das ist ja bei den kommerziellen Angeboten ein bisschen anders, weil die Gruppe relativ generisch ist. Das sind einfach Gruppen, die zusammengestellt wurden und dann den Raum betreten. Hier hat man ja schon eine Gruppe quasi im Sinn. Die Rolle des Lehrenden ist auch ein bisschen eine andere, weil der Lehrende bei einem Educational Escape Game der Game Master ist, aber der hat auch unter Umständen eine sehr aktive Rolle, also weil er gleichzeitig auch der Lehrende ist. Und bei den kommerziellen, da hält sich der Game Master eher im Hintergrund oder liefert dann halt aus dem Off quasi die Hinweise, um Rätsel zu lösen. Bei diesen Educational Escape Games kann es halt sein, dass der Lehrende doch auch relativ aktiv mit einbezogen ist. Die Anforderungen an die Spielbarkeit und Skalierung variieren auch, weil diese Educational-Angebote meistens eher für größere Gruppen angeboten werden müssen. Das heißt, man hat dann vielleicht eine Herausforderung, dass man Gruppen parallel spielen lassen muss, muss es organisatorisch hinbekommen, dass es für eine größere Personenanzahl möglich ist. Und die Konzepte orientieren sich dann nicht so stark an dem Raum, wie Sie gesehen hatten, eben eine Puzzlebox oder dass man eher mit Stationen arbeitet, die im Raum aufgestellt sind. Zur Gruppengröße, was so die goldene Mitte ist, sind 4 bis 6 Spieler. Das ist halt gerade diese Immersion, die Teilnahme an den, die Bearbeitung der Rätsel sichergestellt werden kann und dass auch die Kommunikation nicht aufgrund der Gruppengröße einfach zu eingeschränkt wird. Vom Zeitrahmen her 20 bis 120 Minuten als zeitlichen Umfang und der Median liegt eben bei 60-minütigen Angeboten. Weitere wesentliche Unterschiede sind halt einmal grundsätzlich die Verfügbarkeit von Räumen, also diese Educational Escape Games werden meistens eher in einem Raum eingerichtet. Man hat dann muss halt auch dieses zeitliche Kontingent für die Entwicklung, Auf- und Abbau eben mit einplanen. Und da unterscheidet sich das halt eben auch zu den kommerziellen Angeboten. Jetzt kurz ein paar Worte zu der Entwicklung dieser Educational Escape Games. Hier sehen Sie ein Beispiel, was es auch im Rahmen dieser E-Teaching Fellowships entstanden ist. Hier sieht man, glaube ich, relativ schnell diesen Do-it-yourself-Charakter. Wer die 3 Fragezeichen kennt, der kennt vielleicht auch diesen Tresor. Der wurde hier einfach umfunktioniert zu einem Gerät, was einen Transponder, also einen Schlüssel, umprogrammiert, um einen Medienpult zu öffnen. Die Geschichte war hier, dass eine KI das Medienpult übernommen hat und die Gruppe muss jetzt über das Lösen von solchen einzelnen Rätseln, die hier diese QR-Codes zur Verfügung gestellt wurden, diesen Schlüssel umprogrammieren und durch Öffnen des Medienpuls dann quasi die KI deaktivieren. Das war unsere Idee, das haben wir dann eben in mehreren Schritten entwickelt und hier jetzt relativ, nicht designmäßig so ausgestaltet, aber das wären jetzt halt die nächsten Schritte, wenn man es häufiger anbieten würde, das einfach nochmal schöner auszugestalten. Aber grundsätzlich ging es einfach darum, diese Spielidee auch zu testen und das war ein sehr guter Testlauf. Also es kam bei der Gruppe auch sehr gut an. Es wurde dafür die Immersion ein kurzes Video vorgeschaltet und dann hat die Gruppe einfach mit diesen Rätseln, diese Karten waren im Raum versteckt, dann gearbeitet. Also welche Varianten kennen wir jetzt, bieten sich an? Also einmal so als Auftakt, als Einstieg für eine Veranstaltung, als mögliches Element in einer Blockveranstaltung, als Unterbrechung oder zwischendrin
also Mini-Inhalte begleiten, zum Beispiel auch zu einer Vorlesung oder online asynchron angeboten. Und es gibt eben auch diese Angebote, die mit Studierenden entwickelt wurden. Sie finden einmal bei den Shared Documents unseren Escape Game Baukasten. Da haben wir die ganzen Ressourcen, Tools, die wir im Vorfeld für dieses E-Teaching Fellowship zusammengetragen haben, für Sie gesammelt. Da können Sie gerne reinschauen. Da sind auch viele Beispiele für Escape Games mit drin. Und hier möchte ich einmal auf diesen Unlock-Kurs hinweisen. Das ist ein MOOC, der diesen ganzen Prozess für die Escape Game Entwicklung vorstellt und Schwerpunkte setzt, wie zum Beispiel die Rätselentwicklung, die Struktur von so einem Escape Game. Und das sind auch genau die Zutaten, auf die wir jetzt gleich eingehen werden. Und da gebe ich einmal das Wort an Jonas ab. Also zwei Sachen würde ich gerne noch hervorheben. Einmal diesen Kontrast, Hans-Peter, do-it-yourself und der Raum, der vorher war. Und da steckt für uns eine ganz wichtige Erfahrung dahinter. Wenn man kommerzielle Escape Games kennt, und das ging in der Q&A ja hervor, in der Abstimmung ja hervor, dass viele kommerzielle Escape Rooms kennen, aber noch nicht die Educational Escape Games, dann hängt die Messlatte erstmal sehr, sehr hoch. Und man denkt, man müsste jetzt diesen Standards, den die Leute dort im kommerziellen Bereich haben, treffen, um das Konzept zu nutzen. Das ist aber wirklich nicht so. Es kommt auf die Rätsel, auf die Geschichte, auf das Spiel an. Das ist total wichtig, um da erstmal mit zu starten. Und wenn es sich super bewährt hat, dann kann man immer noch weitergehen, wie Hans-Peter gesagt hat. Aber die Eingangshürde würde ich gerne wirklich deutlich absenken. Und deshalb zeigen wir auch so ein bisschen unsere Sachen hier, auch wenn die vielleicht nicht hübschsten und tollsten sind, um zu sagen, es geht auch so. Das Gleiche gilt für den Leitfaden. Wir haben, als wir das Programm gestartet haben, noch nicht im Blick gehabt, hier so eine Session zu machen. Der Leitfaden ist nicht für die Session geschrieben, sondern den haben wir für das Programm so immer wieder mal erweitert, zusammengestrickt. Das heißt, ein paar Dinge sind da vielleicht auch nicht ganz perfekt und rund, aber ich glaube, dass einige wertvolle Sachen drinstecken. Und das war jetzt so unsere beste Möglichkeit, was zu teilen, wo man halt auch jenseits von dem Talk, den wir haben, ein Schrittchen weitergehen kann. Genau, der Shared Space ist, alle müssten hier an der Seite so eine Leiste haben. Und dann ist sowas, das sieht so ein bisschen aus wie eine Excel-Tabelle. Bei mir ist es unter einem Stift, ist so ungefähr in der Mitte. Und wenn man da drüber geht mit der Maus, öffnet sich die Content Library. Und da müsste diese Datei sein. Die Content Library ist leer. Da gucken wir gleich nochmal parallel. Genau. Also wir haben auch einen Verweis zu fertigen Escape Games da drin, zu Leuten, die schon was gemacht haben, die darüber auch publiziert haben. Es gibt wirklich ganz unglaublich viele Ressourcen im Internet zu diesem Thema. Also es lohnt sich wirklich sehr, da einzusteigen. Da ist man nicht alleine, sondern da kann man wirklich auf einer Welle von Kollaborateuren mitreiten, seien es YouTube-Videos von Leuten, die sowas selbst gemacht haben und die sagen, wie sie das dann auf den Weg gebracht haben, oder Online-Ressourcen, Homepages zu dem Thema. Und wir haben halt versucht, da Links zu setzen und einen ersten Einstieg zu geben. Genau. Und wir versuchen mal rauszufinden, wie wir dann das Dokument zur Verfügung stellen können. Ich würde aber gerne noch kurz was zu den Zutaten sagen. Also was ist der Mix, der eine gute Educational Escape Game Erfahrung ausmacht? Und zwar ist da für mich als erstes und vorrangig die Ziele und die Zielgruppe. Wir sind einfach im Bereich Bildung. Das heißt, wir müssen ein bisschen was über unsere Teilnehmenden kennen oder vermuten und wir müssen uns genau überlegen, was wollen wir erreichen. Und die Ziele sind wirklich bei dem Educational Escape Game nochmal besonders wichtig, weil das im Vergleich zu, ich schuster mal ein paar Folien zusammen, auch in der Do-it-yourself-Variante ein bisschen aufwendiger ist. Wenn wir das klar haben, kommt der nächste Schritt. Und dann müsste man gucken, was ist das Genre, was für mich passt? Also sage ich mal so das Thema, die Welt, in der ich das ansiedeln möchte. Und Hans-Peter hatte ja eben einige Varianten benannt. Mit welcher Variante will ich arbeiten? Wie viel Zeit habe ich eigentlich zur Verfügung? Wie viele Teilnehmende sollen damit rein? Das sollte helfen, für die Variante zu entscheiden, weil die meisten werden mehr als 4 bis 6 Personen haben, die an dem Raum teilnehmen. Das heißt, dann muss ich mir eine andere Variante überlegen. Dann kann ich nicht den ganz klassischen Escape Room wahrscheinlich machen. Wir laden das gleich noch irgendwo hoch und teilen einen Link. Oder Hans-Peter, das kriegen wir irgendwie noch spontan hin. Genau.
Dann, wenn man Genre und Variante hat, ist so die Frage, was ist die Story? Wie beginnt die? Also wirklich wie eine Geschichte. Da muss ein narrativer Faden sein. Man muss da durchgelenkt werden. Man wird durch die Story in eine ursprüngliche Handlungssituation geworfen. Es wird definiert, wer die handelnde Person ist. Und von da aus geht es dann weiter, die einzelnen Rätsel zu lösen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten, die Rätsel zu gestalten. Und die Rätsel stehen in einer Struktur miteinander. Und über eine clevere Struktur kann man zum Beispiel auch mehr Leute parallel arbeiten lassen. Und dann wäre noch so der letzte Punkt, der ja häufig auch gerne vergessen wird. Einmal hatten wir schon das Thema Game Master, Moderation, Hans-Peter. Genau. Wie will ich als lehrende Person die Leute dort durchmoderieren und wann und wie gebe ich denen eigentlich Hinweise? Ich würde gerne versuchen, noch zu allem kurz was zu sagen. Wir haben allerdings auch nicht mehr so viel Zeit, aber wir werden jetzt einfach mal durch ein paar Folien ein bisschen durchspringen und genau dann noch den Link bereitstellen. Oder Hans-Peter, sollen wir doch einmal die Präsentation. Nee, warte, ja, das dauert jetzt, glaube ich, zu lange. Also Ziele. Wenn man startet, hatten viele Lehrende bei uns im Programm und wir sehen es auch drumherum, irgendwie so die Idee, dass man schon den Wissenserwerb oder auch das Sichtbarmachen von Lernergebnissen in so einem Escape Game gut machen kann. Das funktioniert aber ehrlich gesagt nicht so wirklich gut. Da funktionieren andere Medien besser, da funktioniert ein Video besser, da funktioniert ein Text besser, da funktioniert eine Instruktion besser. Aber was funktioniert, ist im Thema einzusteigen, sich kennenzulernen, Teamarbeit einzuüben. Motivation für ein Thema oder eine Veranstaltung zu gewinnen, das Problem lösen in den Blick zu nehmen. Und da ist natürlich ganz wichtig, in einem kommerziellen Escape Game löst man auch Probleme, aber was sind die Arten von Problemen, die für euer Fach, für eure Lehre wichtig sind? Was für eine Art von Problem ist das und wie können die Eingang finden? Und wie können die auch wissen, was sie schon haben, anwenden und sicherlich auch in Teilen erweitern und vertiefen, aber es ist halt nicht geeignet, wenn man, sage ich mal, komplett neu in ein Themenfeld kommt und das Wissen dann dazu zu kriegen. Dann wäre der nächste Aspekt dieses Thema Genre und Welt. Und es gibt jetzt viele Gründe dafür, ein Genre auszuwählen, wie zum Beispiel die Welt, magische Welt rund um Hogwarts, die so ein bisschen Mittelalter, ein bisschen Magie, ein bisschen Oxford und andere Colleges mit im Blick hat und darüber Leute vermittelnd. Aber gerade dieses Beispiel Hogwarts ist irgendwie so ein bisschen so eine typische englisch-amerikanische College, Elite-College-Geschichte mit typischen Rollen und so. Das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, es lohnt sich zu überlegen, wo kann ich den Leuten gewisse Feldlogiken näher bringen, die für sie zukünftig von Relevanz sind. Wo werden die später arbeiten? Was sind Rollen, die dort einnehmen werden? Was sind andere Akteure, mit denen sie zusammen haben? Und was hat vielleicht so ein paar strukturelle Ähnlichkeiten zu Science Fiction, zu Fantasy, zu Zombie, Mittelalter? Wo kann ich da irgendwie eine Welt und eine Logik in dieser Welt auswählen, die das irgendwie repräsentiert? Und da gibt es viele spannende Anleihen, die man machen kann. Und das war ja auch schon verbunden mit, wo kommen eigentlich diese Konzepte her? Dann wäre das nächste die Story. Ich bleibe jetzt einfach mal in dem Beispiel Harry Potter. Ich hatte eben so diese Welt versucht zu skizzieren und jetzt kommt ein Brief an. Das ist dann eine konkrete Handlungssituation. Das ist der Beginn einer Story und damit ist definiert, wer ist eigentlich die handelnde Person. Und da kann man wirklich gucken, was ist denn die Rolle, in die ich die Leute bringen möchte? Sind die Chef von einem Team? Haben die gewisse Dinge zu entscheiden? Wie sind die ausgestattet? Mit welchen Handlungsmöglichkeiten? Und dass das irgendwie sich genau widerspiegelt mit etwas, was für die zukünftig relevant ist. Dann eine schöne narrative Einbettung, damit es auch immersiv ist. Und in der Story können auch schon ein paar erste Informationen versteckt sein, die man später braucht oder die einem helfen, einen gewissen Kontext zu verstehen. Dann kommt dieses Thema, baue eine Story und mit der Story einher geht eigentlich auch eine Struktur. Also ist es gut, wenn die Struktur der einzelnen Rätsel, also jedes bunte Kästchen, ist hier ein einzelnes Rätsel, was gelöst werden muss. Und einmal muss ich mir überlegen, wie viele Leute habe ich denn? Wie viele sollen gemeinsam an einem Rätsel arbeiten? Wie gesagt, 4 bis 6 ist die Daumenregel. Und wie viele parallele Rätsel brauche ich dann, damit meine Leute gut beschäftigt sind? Wo sollen die dann auch in größeren Runden gemeinsam arbeiten? Und wann haben es die dann abschließend gelöst? Will ich das zum Beispiel ganz linear hintereinander machen? Dann
kann es mit nicht so vielen Leuten machen und habe viel Wartepause, dann kommt schnell dieses Thema, toll, ein anderer macht's. Irgendjemand kennt sich schon ein bisschen aus mit Escape Games und dann übernimmt die Person sehr stark die Führung oder sind das offenere, parallelere Strukturen, die andere Leute beteiligen. Das hat natürlich auch was mit der Zeit zu tun. Die einzelnen Rätsel wären dann ganz unterschiedlich. Und zwar, das ist hier so ein typisches Educational Escape Game. Das wird in der Box zugeschickt, ist so ein bisschen do-it-yourself, hat aber auch ein paar Materialien drin. Es gibt eine digitale Komponente, ein Schloss, ein Schlüssel, ein Zahnschloss, eine Codierscheibe. Das sind so Dinge, die man aus diesen Cosmos Escape Games vielleicht kennt oder die man auch in einem Escape Room schon mal angetroffen hat. Da gibt es so viele Grundtypen, die man einfach übernehmen kann, wo man sagen kann, das kann man wie Schablonen betrachten, die man nutzt und für seine Inhalte variiert. Es gibt aber auch ganz andere Rätsel. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, wenn man im Bereich Chemie ist, einfach mal mit Chemikalien zu experimentieren und dadurch zum Beispiel, hier sieht man diese Karte, wo halt als Indikatorpapier, wenn man eine richtige Mischung gemacht hat, werden Buchstaben sichtbar und die werden dann nachher verwendet. Und eigentlich geht es darum, etwas zu verstehen über die Stoffe, die hier miteinander gemischt werden. Aber es gibt halt einen Mechanismus, der es dann in etwas zu lösen überführt, was man dann auch nutzen kann, um diese Box aufzumachen. Also, genau, ein nächstes gibt es noch. Man kann auch kleine Lern-Apps, das ist jetzt zum Beispiel H5P, aber es gibt ja auch diese Learning-Apps, kann man auch nutzen, um hier zu sagen, ich mache eine kleine Aufgabe, die irgendwie in dieses Escape-Game reingehört und wo dann wieder ein Lösungswort oder etwas aufgedeckt wird, mit dem ich dann einen Schritt weiterkomme. Also man muss es auch nicht so kompliziert machen, gerade wenn man große Gruppen hat, ist ja so eine Hybrid-Geschichte. Es gibt einen QR-Code im Raum und ein digitales Rätsel öffnet sich, etwas, was dann viel Flexibilität ermöglicht. Genau. Was ich aber ganz stark empfehlen würde, ist zu sagen, die Leute werden eigentlich über die Escape Games, die es in vielen Bereichen gibt, vertraut gemacht mit so einer Grundidee. Es führt alles irgendwie zu zum Beispiel einem Zahlencode oder einem anderen drei- oder vierstelligen Code, dass man so eine Grundrätselstruktur beibehält und dass man sagt, okay, ich kann vorher total vielfältig sein. Ich kann eine Säure und eine Base, ich kann Chemie haben, ich kann ein Buch haben, ich kann mit UV-Licht arbeiten, alles möglich, ich kann digital arbeiten, aber es mündet dann doch irgendwie in so einen Code. Das schränkt die Flexibilität aus meiner Sicht nicht bedeutend ein, aber es hilft auch für die Teilnehmenden zu wissen, wonach muss ich denn überhaupt suchen. Und es hilft auch den Leuten, die die Rätsel machen, einfach eine klare, verlässliche und einfache Struktur zu haben. Hier ist noch das letzte Beispiel, wenn wir über dieses Thema Moderation und Hinweise reden. In kommerziellen Spielen ist es häufig so, also gerade die nicht in einem Escape Room stattfinden, ist, dass die schon sehr stark vorstrukturiert haben, Lösungshinweise, also man bereitet die auf einen Zettel vor. Das ist eine Variante, die gut ist, gerade wenn man das schon ein bisschen erprobt hat. Aber wir haben das zum Beispiel in diesem einfachen Do-it-yourself-Escape-Game gemacht. Das war für uns noch nicht ganz absehbar, wie das laufen wird. Das war mit der Pilotdurchgang und dann haben wir einfach Hans-Peter genutzt und der konnte dann auch flexibel reagieren auf das, was in der Gruppe geschieht und wir konnten die Pläne, die wir vorher hatten, ein kleines bisschen anpassen und dafür sorgen, dass sie gut da durchgeleitet werden. Und dazu würde ich auch plädieren, also nicht alles zu technisch zu sehen, zu vorstrukturiert zu sehen, sondern so ein bisschen dieses Wizard of Oz-Prinzip zu machen, dass man Dinge erstmal imitiert, dass man erstmal möglichst flexibel nutzt, Menschen nutzt und dann darauf aufbauend weitergeht. Genau. Hiermit wären wir auch am Ende. Ich habe hab gesehen, es hat mittlerweile funktioniert mit der Datei. Ganz herzlichen Dank. Ich habe gehört, es gäbe noch die Möglichkeit, ein oder zwei Fragen zu stellen. Wir können auch noch mal eben in die Q&A reingucken. Wer noch Zeit?